So, hallo, willkommen zum nächsten Minecraft-LP. Wir haben hier ein kleines verhextes Problem und ich hoffe, wir können mal ganz schnell und ganz kurz und ganz sicher schlafen. Okay. Hier sind wir in der Scheißachse und bin gerade nur eingeloggt. Okay, warte mal. Wir kriegen noch easy down oder. Oh! Holy moly. Scheiße. Alter, bin ich gerade erschrocken. Ich habe gerade mit allem gerechnet. Ich habe mich gerade so auf die Hexe konzentriert, aber mit einem Creeper habe ich jetzt am wenigsten gerechnet. Stirb! Los! Ah, kein Drops. Höhleneingang. Okay. Lol, wie sie aussieht. Wow. Scheint aber so, als hätten die hier irgendwie mal ein bisschen die Biome reworked. Also die Biome auf alle Fälle, das weiß ich ja auch, aber auf eine bisschen andere Art und Weise, wie ich es mir gerade nicht vorgestellt habe. Holy moly. Alter Schwede. Da unten ist Eisen. Das können wir eigentlich nochmal so lassen, weil wir müssen es sowieso umziehen. Leider. So, weg mit dem Ding. Und auch weg mit dem Ding. Wir brauchen Chests auf alle Fälle. Ah, haben wir noch genau viel, genau, oder gerade noch genauso viel Platz, damit wir hier jetzt was einlagern können. So, sind Resten, ja, oder? Ist auch nochmal ein Höhleneingang. Ein großer, ja, sieht nicht so aus, okay. Sehr gut, Gehen wir dahinter. Ups. Ja, hier hinten ist doch ganz nett, oder? Ist auch Wasser und Pilz und alles und alles Mögliche. Schauen wir mal kurz ein bisschen dahinter über den Erdhuckel da, was da hinten noch ist. Was hinten noch versteckt? Ach, auch nur Sumpf. Sumpf, Sumpf, Sumpf. Na gut, okay. Ich denke mal, hier können wir uns trotzdem sehr gut aufbauen und mal schauen. Also ich habe hier dann auf jeden Fall noch ein paar Ideen. Und das erste, was wir jetzt gleich machen werden, ist ein Feld anbauen für Est und Co. Also erst müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. Zwar auf eine bisschen Oldschool-Methode, sag ich mal. Sand gibt's ja auch. Also früher, ich kann dir schwören, früher gab es hier kein Sand und auch kein Clay. Jetzt müssen wir hier jetzt in diesem Dingen hier, in diesem Flachlandbiomen. So. Ja, müsste es recht sein, weil wir haben ein bisschen Clay und hier kann man auch ein bisschen Gravel abbauen. Das wäre ja auch noch Gravel. Ich weiß gar nicht, wer eigentlich das überhaupt so in die Welt gesetzt hat mit diesen Gravel und so. Ich glaube, es war doch Kong oder was irgendwie. Irgendwie anders, oder? Ich habe keine Ahnung. Haben wir früher auch mal regelmäßig die Videos von Kronk und Minecraft und was weiß ich alles angeschaut. Ist allerdings schon länger her und mittlerweile macht Kronk eh schon keine hier Minecraft-LPs mehr und ja. So, hier können wir uns easy aufbauen. Und zwar sehr gut aufbauen. Genau, Bett. Vielleicht bauen wir ein bisschen weiter weg mal Chests auf. So, so. Sattel hier. So, so. So, so, so.
So. Wasser. So. Ja. Schauen wir einfach mal hier irgendwo rein. Ein paar Material haben wir eh gleich. Holen wir eh gleich. Weil hier sehen wir der Mount Everest hier nebenan neben uns. Ja, nebenan neben uns. Das ist grammatikalisch richtig. Oh fuck. Genauso richtig wie gerade mein Stoppuhr nicht läuft. Hust, hust. Ah, Spinne. Warte. Huhn? Wo, Spinne? Spinne wo? Spinne kam raus. Spinne, Spinne. Spinne, Spinne. Wo bist du? Hier drin bist du nicht. Beeilen, 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 beeilen. Ich hoffe, die haben nichts an den Despawn-Zeiten geändert, sonst haben wir nämlich da ein kleines Problem. Ha! Ich glaube, ich kann schwimmen unten, das ist ein Spawner. Ist eingesammelt wieder. Irgendein Müll, den die Leute hier auf der Straße liegen lassen. So, rein. So. Was ich schon wieder Müll mit dabei habe, oder was heißt Müll? Ganze Seeds, Leute. Charcoal. Ja, so, alles und so. Hier noch und da nicht. Ja, so. Ja, ich wollte Chest gleich direkt runter. So. Es wäre echt genial, wenn wir jetzt noch einen Mob-Spawner finden würden. Ja, also wie es sich anhört, haben die Mobs da zumindest die Spinne hier unter uns nur einen kleinen Weg zu laufen, was darauf hindeuten könnte, dass das irgendein enger Raum ist, was wiederum heißen würde, dass es eventuell Mob-Spawner wäre. Mein Herz richtig auf, ja. Ich hab jetzt gerade mein Herz richtig auf. Wow. Jetzt zeig mal, wo ist denn das Ding? Vor uns. Oh, Höhlengeräusch. Das ist links von uns. Wo ist denn diese Scheißvieh? Das gibt's doch gar nicht. Fällt mir auch gleich direkt die Spitzhacke auseinander. Ja, 58. Ja, wo denn? Wo? Wo? Ja, vor uns, aber wo? Das gibt's doch echt nicht, oder? Okay, scary. Alter. Ich werde gleich ganz paranoid. Sag mir, wo du bist. Los, sag's mir. Vielleicht müssen wir uns hier runter drin. Vielleicht müssen wir irgendein Ritual dafür ausführen, dass wir den Spawner finden. Oder der, die das Mob. Oh, wir kommen immer näher. Immer näher. Kommen immer näher. Los. Kohle. Kohle, 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 Kohle. Der erste Schritt des Rituals. Vielleicht. Nein, die Spinne ist wieder weiter weg. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn dieses Kackvieh? Wir haben doch jetzt irgendwie in jede erdenkliche Richtung gebohrt und gemein und Testbohrungen veranlasst. Und. Die Spinne cheatet. Cheat more. Ganz ehrlich.
So, können wir über die ganze Kohle hier. Danke. Oh, lol. Die ist über uns. Ich sag doch, das Ding cheatet. Ja, komm doch runter! Was ist denn da oben? Ist da oben irgendwas? Ein Höhleneingang. Einfach nur ein scheiß simpler Höhleneingang. Und sogar von... Okay, ich sag nix. Ich behalte es für mich und sie hoffentlich auch. Das war... Ah, creepy. Ah, noch mehr creepy. Nein, stopp. Halt, stopp. Nein. Denk gar nicht dran. Oh, wow. Sehr schön, wir kommen halt richtig voran und wir drehen uns zum Glück gerade im Kreis und wir machen hier gerade weltverändernde Sachen. Oh. Ich bin schon ständig, ich sag nichts mehr. Kann vielleicht sogar wirklich was werden hier mit der Höhle und Co. Okay. Sollen wir kurz schauen, dass wir irgendwie runterkommen? Ich glaube, wir sollten unser Inventar lernen. Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Idee und ich glaube, wir sollten es jetzt machen, bevor wir irgendwie 10-mal sterben und oder mal unsere Items verlieren. Kein Creeper in Sicht, okay. Aber was ist, wenn er kämpft? Dann haben wir ein Problem. Ein Zombie. Links, rechts neben uns. Spinnen. Noch mehr Zombies. Okay, die sind irgendwie um unser Haus praktisch rumgespawnt. Ich frag mich jetzt nicht wieso, aber ist es einfach so. So. Ich weiß noch gar nicht, ob man jetzt eigentlich irgendwie aus Zombie-Fleisch und Kuscheln irgendwas machen kann, oder? Ob es immer nur useless ist wie früher? Aber allerdings sehr, sehr cool, wenn man es da mal langsam, oder wenn man generell das mal benutzen könnte. Okay, wir müssten dann, sollten wir, was braucht man für einen Piston? Was braucht man für einen Sticky Piston? Slime Balls. Warte mal, ich muss mir kurz, oder wir schauen mal hier kurz nach, ob hier im Sumpf noch immer so viele Slimes spawnen wie früher. Wenn es denn generell als Sumpf gilt, kann es auch sein, dass es hier wieder irgendeinen Hybriden-Biom ist, das kein Schrank kennt und was weiß ich. Vielleicht finden wir jetzt allerdings auch Tons of Hexen, Tons of Witches. Oder Skelette. Ah. So. Wer sich noch erinnern kann aus meinen, Tacket, Light Let's Plays, der wusste, wir haben im Sumpf gewohnt und wir hatten so viele Slime einfach. Wir hatten so viele scheiße, nervende Schleime. Slime. Ist ja gut, ich konzentriere mich schon aufs Game. Und wir konnten die gar nicht so schnell abschlachten, wie die wieder respawnen sind. Und ist aber auf alle Fälle so extrem nervig und ich weiß es nicht wieso, aber ja. Oh, Zuckerrohr. Hat es schon mal gelohnt, der Trip hier. So. Normalerweise bin ich es immer gewohnt, weil ich ja irgendwie echt sozial bin, zumindest hier gerade in Minecraft, dass ich auf einem Multiplayer-Server nichts ganzes Zuckerrohr ab... Alter! Jetzt chill! Minecraft! What the hell? Ja gut, also... 4 FPS sind jetzt schon ein bisschen... Gut, also, ich glaube... Wir machen jetzt auch mal, kommen wir mal zum Ende und Minecraft hat sich wieder erholt. Okay, danke. So, was auch immer wir gerade diese Standbilder des Todes ausgelöst haben. Von 200 FPS auf 0, beziehungsweise 3 und 0. Naja. Anscheinend wohl nicht so, als wäre hier irgendwer oder irgendwas auf unserer Seite, abgesehen von den Zuckerrohren,
Die sind immer auf unserer Seite, aber Slime spawnen scheinbar auch keine. Das ist natürlich immer wieder total toll und super und freuen wir uns natürlich. Also irgendwie ja schon, dass man keine nervigen lauten Geräusche und so haben, aber irgendwie auch nett, weil irgendwie Lava, 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 Lava. Lava. Okay, nee. Ich will jetzt da nicht runterkommen. Runtergraben. Das können wir immer noch zu einem anderen Zeitpunkt machen. Wir können uns besser merken, dass hier Lava ist. Ah, Zauberwald. Wir müssen hier raus. Zombie. Nein. Wir müssen wieder zurück auf unser Grundstück hier. Sonst kommen die ganzen Zeugen Jehovas und wollen uns hier irgendwas andrehen oder was weiß ich. So, schnell hier rein, raus, weg, auf alle Fälle. Okay, und soweit. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Minecraft-LP.